Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters für den PC. Im letzten Part haben wir hier an der Schwertküste ein wenig die Bewacher dieses Turms aufgemischt. Und wir wollen jetzt einmal nach Puerta Isabella, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Es kann losgehen. Puerto Isabella. Isabella natürlich. Puerto Isabella. Und dort schauen wir uns mal nach Captain Crows Schiff um. Denn da ist eine Waffe, die wir haben wollen. So. Okay, dann schauen wir doch mal. Los jetzt! Ein paar Krallenaffen, gut, die kennen wir ja schon. Mit denen haben wir uns in der Vergangenheit schon mehrfach angelegt. Von daher, das ist jetzt kein größeres Problem. Hey, schwarze Oleander, nehmen wir gerne mit. Ah, guck dir die Scheiße an! Da geht's schon los! Was ist los? Ah, Feuervögel! Ich hasse diese Biester! Die sind verdammt hartnäckig! Okay. Ach komm schon, die schaffen wir! Wir kommen eh nicht drum herum. Wir müssen über die Brücke. Also schön zusammenbleiben und keine Heldentaten, klar? Los geht's! Jo. Die Feuervögel, Wenn selbst Stahlbart vor denen Schiss hat, ne? Dann, ja, die halten einiges aus. Das sehe ich hier gerade. Holy fuck. So, okay. Aber alle nacheinander und dann passt das. Dann kriegen wir das schon hin. Und vielleicht sogar ohne, dass wir getroffen werden. Ach, verdammt. Das war's dann mit der Idee. Naja. So, komm mal her hier. Du Mistviech. Ich krieg dich, weil ich doch nicht aus. Aber dummes Scheißviech. Hey. So. Sehr gut. Großes Geflügel. Hey, Mensch. Aber dass aus dem ganzen Vogel hier nur ein rohes Geflügel raus wird, wo wir eine Ration draus machen können. Also ein Proviant. Naja. Die Feuervögel sind erledigt. Wir können weiter. Ja, nichts wie weg hier. Jo, aber erstmal hier noch ein bisschen Zeug einsammeln. Los, komm schon. Ja, ist ja gut, Stahlbart. Meine Fresse. Oh, hier haben wir noch Pulvermoon. Den will ich auch behalten. Oder auch mitnehmen. So, na dann ein bisschen schwarzer Oleander. Den habe ich doch gleich erkannt. Da, drüben im Westen. Siehst du das? Den Weg sollten wir meiden. Da sind mit Sicherheit schon die ersten Vorposten der Inquisition. Wir bleiben besser auf Kurs und gehen an der Küste entlang. Okay. Aber schnell. Machen wir. So. Oh, eine Makibeere. Proviant. Los, yay. Komm schon. Proviant ist immer gut. Ich mag Proviant. So, dann wahrscheinlich hier durch die Höhle durch. So, hier wird's jetzt schwierig. Ja? Warum? Es gibt hier zwei Wege zur Stadt. Doch weiß ich nicht mehr genau, welcher davon zum Nordtor der Stadt führt. Wir können weiter nach Süden oder durch diese Höhle da drüben. Aber die würde ich nur ungern durchqueren. Warum? Was stimmt nicht mit der Höhle? Da gibt es Ratten. Und ich hasse Ratten. Och, komm schon. Wir gehen durch die Höhle. Wir gehen durch die Höhle. Ich hatte befürchtet, dass du das sagen würdest. Aber wie du willst, folge mir. Ja, ab durch die Höhle. So, gut, da ist ein Autosave. Perfekt. Der kommt mir sehr gelegen. Dann muss ich jetzt nicht selber speichern. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hörst du das? Okay.
Ich fürchte, hier gibt's noch viel Schlimmeres als Ratten. Wollen wir nicht doch besser der Küste folgen? Nein, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Na gut, aber ich fürchte, wir werden es bereuen. Ja, komm, das kriegen wir schon hin. Bestimmt. Also hoffe ich. Mal schauen. Ui. Holy shit. Aber die hält nicht viel aus. Okay. Okay. Die fallen schnell um, das ist schön. Dann passt das. So. Okay. War doch gar nicht so problematisch. Hm? Ich weiß nicht, was du hast, Stallbart. Ah, da sind noch mehr von denen. Naja. Was soll's. Aua, aua. Danke, Patty. So, und du bist jetzt auch weg. So, meine Fresse, ey. Meine Fresse. Verdammt, ich hab's doch gewusst. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir zur Westseite der Stadt. Wir müssen aber über die große Brücke da hinten. Ich kann von hier aus nicht sehen, ob Crows Schiff im Hafen vor Anker liegt. Na toll. Dann lass uns doch lieber wieder zurückgehen und der Küste folgen. Gute Idee. Schnell weg hier. Jo, aber zunächst mal... Ach, natürlich ist die Truhe verschlossen. Ach, Menno. Naja. Gut. Ja, ja. Halt die Klappe, Stallbart. So. Na denn, oh, hier haben wir doch kein Maki-Pilz. Das sah, Poku-Pilz. Sah gerade aus wie einer. Naja, dann halt nicht. So. Dann wollen wir also doch der Küste folgen. Und ich war so sicher, dass es hier weitergehen würde. Naja. Ist halt so. So. So, da sind wir wieder. Raus aus dem stinkenden Loch. Nichts für ungut. War ein Versuch wert. Ja, ja. Aber jetzt gehen Süden. Auf geht's. Jo. Außerdem gab es ein bisschen extra Ruhm. Wobei, vielleicht hätte es extra Ruhm gegeben, wenn wir auf Anhieb den richtigen Weg genommen hätten. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, das können sie bestimmt. So, oh, Maki-Beeren. Eine Maki-Beere, die nehmen wir mit. Auf geht's. Ja, ja. Sehr gut. Meine Fresse. So, ein bisschen Goldklee. Kann nicht schaden. Siehst du? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch über diese Brücke. Ja, danke schön. Du musst mir nicht alles hier so haarklein erklären, ne? Ich laufe dir sowieso hinterher. Meine Fresse, ey. Naja. Dafür gibt's für jede Etappe ein bisschen Ruhm. Ist doch auch eine schöne Sache. Wenn es jetzt für jede Etappe ein bisschen Ruhm gäbe, das wäre super. Aber naja. Ich glaube, das Glück habe ich nicht. Ja, komm. Lauf vor, Stahlbart. Ein Feuervogel, Mensch. Autsch. Du Mistviech, ey. So. Komm, Patty. Du tankst und ich mach den Damage-Dealer. So. Ah, du bist aber ein schlechter Tank. Hast schon die Agro verloren. Meine Güte, ey. Und einen Heiler haben wir auch nicht in der Gruppe. Also irgendwas läuft hier falsch. Schlechte Gruppe für irgendwelche schwierigeren Quests. Verdammt! Das Schiff, das dort vor Anker liegt, ist nicht Crows Schiff. Ha! Sieht so aus, als müsstest du alleine weiter. Warum? Wenn mich die Protektoren in die Finger kriegen, würden sie mich einbuchten. Dich allerdings kennt hier keine Sau. Also geh in die Stadt und versuche sie zu überreden, uns zu helfen. Gut,
Wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast, dann berichte mir davon. Okay, so machen wir das. Zurück ins Lager und kümmere mich um ein Rumpfässchen. Bis später. Wo will er? Hey, ja. Er geht zurück ins Lager, zu seinem Rumpfass. Sehr gut. Das ist vielleicht die Gelegenheit, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Hä? Mein Vater wird wahrscheinlich das ganze Fass alleine austrinken. Anzunehmen. Und weiter? Wenn er richtig schön blau ist, wird er immer so redselig. So erfahren wir vielleicht, auf welcher Insel er seinen Schatz versteckt hat. Verstehe. Du willst also auch zurück ins Lager. Das schaffst du auch ohne mich. Sei vorsichtig und komm heil zurück, mein kleiner Held. Bis später. Ganz toll. Danke, Patty. Duh. Naja. So, wir kümmern uns erstmal um das Viech hier. Natürlich. Komm, bäum dich auf. Bäum dich auf. Mistviech. Dankeschön. So. Dann wollen wir doch mal auf deine weiche Seite einschlagen. Natürlich hat er mich gerade noch erwischt, ne? So ein Mist, ey. Naja. Na komm. Nee? Autsch. Scheiß Viech. Okay, das wird gerade ein bisschen knapp. Oh, ich habe aber einiges an Proviant. Mensch. Cool. Das habe ich gar nicht gerechnet. Ach, toll. Natürlich reicht der Proviant nicht, wenn er mich direkt umnietet. Nee. Okay, okay. Dann wollen wir hier den letzten Autosave doch mal laden. Zum Glück war der nicht allzu weit zurück, von daher ist es nicht weiter problematisch. Los jetzt. Na gut, ich muss aber trotzdem nochmal hier einen Krallenaffen und die beiden Feuervögel besiegen. Naja, was soll's. So. Und da kommen sie mit, Herr Stahlbart. Dankeschön. Ich bin bei dir. So. Na denn. Ja, ja, ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Dummer Feuervogel. Autsch, autsch. Mistviech. So. Dann wollen wir jetzt doch mal ein bisschen Proviant zu uns nehmen. So, bevor wir uns dann mit dem zweiten anlegen. Der hier gleich auf uns zugerannt kommen sollte. Genau. Das war so vorhersehbar. Naja. So, komm mal her. Komm mal her, du Viech. Autsch. Komm schon. Danke, Patty. So geht's auch. So geht das natürlich auch. Ne? So, und wo wir hier gerade mal in der Gruppe sind, wollen wir auch den Feuervogel hier noch anlocken. So. Dann komm mal her hier. Du Mistviech. Ja, komm. Schön in die Wand rein. Dass du auch nicht nach hinten zurückweichen kannst. Aua. Wow. Wow, 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 wow. So nicht, mein Freund. Das war jetzt doch so ein bisschen knapp. Naja. Zum Glück hatte ich noch ein bisschen Grog mit bei. So, eine Maki-Beere, die nehmen wir auch noch mit. So, den hatten wir schon gelootet. Ja, ja, ist ja gut, Stahlbart. Alles in Ordnung. Verdammt! So, den Text kennen wir schon. Bla, bla, bla. Jo, so. Und jetzt lege ich mich nochmal mit dem Viech an. Ach, Mist. Der erste Schlag ging daneben. Dang it. So, na bitte. Läuft doch schon viel besser. So. Zack. Na. Wo war denn hier jetzt das Problem? Keine Ahnung. Das Problem war wahrscheinlich, dass ich mich scheiße angestellt habe. So. 3000 Ruhm. Mensch, da können wir ein bisschen was erhöhen, ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Unsere Gerissenheit oder Härte. Hm.
Oder Kling? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir tatsächlich gerade unsicher. Silberzunge 33 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ich nehme trotzdem Gerissenheit. Weil dadurch auch meine Diebeskunst sich erhöht. Und mit mehr Diebeskunst habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, Taschendiebstahl und so zu machen. Und das ist doch auch eine ganz gute Sache. So. Ein Pulvermond, den nehmen wir auch noch mit. Okay, und eine Makibeere. Yay! Proviant. Proviant ist wichtig. Immer was zu futtern dabei haben. Hallöchen. Halt! Das ist Puerto Isabella, Stadt der Inquisition, unter dem Befehl von Kommandant Sebastiano. Ich schätze, dann bin ich hier genau richtig. Ein Moment, Pirat. Was willst du in der Stadt? Ich suche Hilfe. Für den Kampf gegen Captain Crow. Was denn? Ein Mann alleine will sich gegen Captain Crow stellen? Na, deshalb suche ich ja Hilfe. Aber vielleicht hat Captain Crow dich geschickt, um die Stadt auszuspionieren. Oder du machst gemeinsame Sache mit den Wilden. Und nachher bin ich es, der den Ärger kriegt, weil ich dich in die Stadt gelassen habe. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich dich reinlasse. Das, weil du mir 100 Goldstücke zahlen wirst. Warum soll ich dich werde ich das? Zahlen? Weil du ein Pirat bist. Das alleine reicht schon, um dich nicht reinzulassen. Aha. Achte das Gold als eine Bestätigung deiner guten Absicht. Was denn? Die Inquisition ist bestechlich? Du willst doch nicht, dass der Kommandant davon erfährt, oder? Nein. Ich dachte, wir könnten einen Deal machen. Tja, das mit den Deals überlässt du lieber mir. Also, wie sieht's aus? Na schön, du kannst rein. Am besten, du meldest dich gleich bei Kommandant Sebastiano. Aber ich warne dich. Lass deine Waffen stecken und deine Finger bei dir. Sonst noch was? Willkommen in Puerto Isabella. Dankeschön. So. Es hat sich also tatsächlich gelohnt, dass ich Gerissenheit nochmal geskillt habe. Weil ich ansonsten die 35... die 35 Silberzunge nicht gehabt hätte. Ich hab mich schon gefragt, wer du bist. Hier sieht man selten neue Gesichter. Hi. Und mit wem habe ich die Ehre? Ein Mann mit Manieren. Das ist hier draußen in der Tat sehr selten. Ich bin Sophia. Es ist mir ein ausgesprochenes Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Warum bist du hierher gekommen? Mir blieb keine Wahl. Das Alte Reich liegt in Trümmern. Über kurz oder lang müssen alle Caldera verlassen. Also sind Miguel und ich zusammen mit dem ersten Schiff hergesegelt. Wow, du bist nicht mehr Single? Fuck. Naja, dann halt nicht. Erzähl mir. Mist. Aboria ist groß und vor allem nicht zerstört. Hier in der Schwertküste gibt es alles, was wir zum Überleben brauchen. Natürlich ist es nicht ungefährlich, aber die Inquisition ist wachsam. Na, immerhin. Ich habe noch Fragen über die Schwertküste. Ja? Warum nennt man dieses Stück Land Schwertküste? Frag mich nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Männerding. Männerding? Ja, vermutlich wurde sie doch von einem Mann entdeckt. Er hat ihr dann diesen gefährlich klingenden Namen gegeben. Das machen Männer doch immer so. Toll, schönes Vorurteil. Naja. Warum wurde diese Küste nicht zerstört? Ich weiß es nicht. Aber auch wenn sie nicht zerstört ist, ist es hier nicht ungefährlich. Die Protektoren sind auf der Hut und laufen sogar Patrouille. Ui. Sie laufen Patrouille. Mensch. Davon gibt's hier nicht wenige. Nicht nur die Tiere, Affen und Jaguare. Irgendwo im Landesinneren leben die Shaganumbi. Es sind Wilde, die nicht mit uns handeln wollen. Aber ihr lasst sie für euch arbeiten. Gefangene. Sie haben uns mehr als einmal angegriffen. Hast du was Anständiges zu trinken? Deshalb bin ich hier. Bei mir muss niemand durstig bleiben. Wenn du einen Grog brauchst, bist du bei mir richtig. Okay, und was anderes außer Grog? Sieh es dir in Ruhe an. Wir können tauschen, wenn du willst. Hier draußen kann ich alles gebrauchen. Und für besondere Schätze zahle ich dir gutes Gold. Klingt ja schon mal ganz gut.
Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Tricks, die dich hier draußen länger überleben lassen. Okay. Welche besonderen Schätze gibt es hier? Die alten Tempel sind voller Gold und Jade. Statuen, Idole, Masken. Wer mutig genug ist, danach zu suchen, der kann sehr reich werden. Oder dabei draufgehen. Wenn du Interesse daran hast, ein paar Goldstücke zu verdienen, dann hätte ich was für dich. Ist auch nicht gefährlich. Willst du mir ein Geschäft anbieten? Jeder hier ist scharf auf ein gutes Geschäft. Und der Rotwein hat sich als begehrtes Tauschmittel erwiesen. Das Lagerhaus wurde anfangs nicht gut bewacht. Und der Wein war schnell weg. Was hat das mit mir zu tun? Fast jeder hat noch irgendwo eine Flasche gebunkert. Wenn du was findest, ich bezahle gut dafür. Was sagst du? Okay, warum nicht? 5 sollten genügen. Aber ich nehme dir alles ab, was du findest. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Gut, ich bin die ganze Zeit hier. Und wenn du mal jemanden suchst, findest du ihn wahrscheinlich bei mir. Das klingt doch gut. Was willst du denn lernen? So, und was kannst du mir noch beibringen? Einschüchtern, Wirkung von Schmerztöter verlängern und so weiter. Okay. Ist für den Anfang noch nicht so interessant, aber gut zu wissen. Okay. Na denn. Mal schauen, ob wir hier irgendwas Interessantes noch finden. So, nee. Schmutzige Tricks plus 5 und Silberzunge plus 5 ist natürlich ganz interessant, aber der Ruhmbonus ist auch ziemlich geil. Von daher lassen wir das mal. Spitzhacke haben wir noch keine. Oh. Verkaufst du direkt mal eine Schatzkarte? Warum nicht? Okay. Dann haben wir hier einen Kerzenleuchter, einen Silberpokal. Ich weiß nicht, ob ich die Smaragde noch für irgendwas brauche, deswegen lassen wir das erstmal. Aber die können wir noch mit abgeben. Und die Goldbrocken behalte ich mal auch für mich zunächst. Okay. Dann haben wir hier schon mal rausgefunden, was wir da so kaufen können. So, noch ein bisschen Proviant herstellen. Yay. Gut. Und uns wurde ja gesagt, wir sollen zu Sebastiano. Der wird wahrscheinlich auf seinem Schiff lungern. Habe ich jetzt gerade so die Vermutung. Aber da gehen wir erst in der nächsten Folge hin. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.